So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Castle-Duels-Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wir wollen heute ein paar Tipps nochmal geben, möchte ich euch so nebenbei. Machen wir auch einfach so Freestyle-mäßig, so wie es mir einfällt, werde ich euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und außerdem werden wir versuchen, zusammen die 4000 Trophäen zu erspielen. Da war ich nämlich gestern Abend nochmal ganz fleißig und bin jetzt bei 3914. Ein wundervolles Angebot. 40 Euro für eine Legendary, da bin ich auf jeden Fall raus, da gehen wir nicht rein. Und dann geht's los. Mein erster Tipp für euch wäre, um stärker zu werden oder bessere Chancen zu haben auf den Sieg, ihr solltet auf jeden Fall eure Kampfkraft hier leveln. Das ist mein Tipp Nummer 1. Und zwar, ich habe immer alles gelevelt, was geht sofort. Und ich nehme auch, wenn ich hier im Pass mir was erspiele, hier zum Beispiel so, wo man sich was auswählen kann, dann nehme ich immer die Sache, die ich als nächstes leveln kann. Jetzt zum Setz hatte ich zum Beispiel den Phönix genommen, dadurch konnte ich den auf 10 leveln, bringt dann wieder ein bisschen Crit. Außerdem wird die Karte an sich natürlich auch stärker mit jedem Level, ne? Ist klar. Und deswegen mache ich das so und das ist mein erster Tipp. Ansonsten Tipp Nummer 2 würde ich auch direkt gleich sagen, erledigt die Quest, soweit ihr es könnt. Hier wird es natürlich schwierig, wenn ich mit einem Waffenschmied im PvP gewinnen soll, den ich nicht habe. Ansonsten Quest sehr, sehr gut, da bekommt man auch sehr schöne Belohnung für den Anfang. Und Karrierequests auch, erhalte 50 Kristalle. Gut, da muss man gucken. Die kriegt man auch so immer mal wieder. Und dann gibt es hier Aufgaben wie gewinne 4 Kämpfe im PvP-Modus und so weiter. Ja, ansonsten Tipp Nummer 3. Ihr solltet euer Deck natürlich auch gut aufstellen. Das heißt, dass ihr jetzt nicht nur zum Beispiel Karten reinpackt, die viel Schaden machen können, sondern auch eine kleine Mischung macht. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Rotkäppi drin, die als Verteidigungseinheit zählt. Also das Tank, sage ich mal, genau wie den, wie heißt er denn überhaupt? Hungriger Trüffel. Dann habe ich den Phönix drin, der ja auf jeden Fall eine Schadenseinheit ist, über lange Distanz, der kann das ganze Feld angreifen. Dann habe ich eine Unterstützungseinheit drin, Raphael, wirkt Verbündete mit Segen, belegt sie und erhöht den von ihnen erhöhten Schaden. Wenn der Krieger stirbt, wenn er unter dem Segeneffekt steht, wird er einmal mit 33 Gesundheit wiederbelebt. Also eine Unterstützungseinheit und hier habe ich nochmal eine Schadenseinheit. Also theoretisch sehr viel Schaden, man könnte hier auch sicherlich noch ein bisschen besser balancen. Aber das hat ganz gut geklappt gestern Abend. Deswegen, ja, gehen wir da mit dem Deck rein. Noch eine kleine Sache, um legendäre Einheiten zu leveln, braucht ihr diese Sphären, diese legendäre Kugeln. Die bekommt ihr im Shop oder im Zauberlabor, indem ihr jetzt zum Beispiel eine überflüssige Karte, umwandeln würdet in eine Sphäre. Ansonsten bekommt ihr im Season Pass ja hier diese Runenschlüssel, wie ich sie auch schon bekommen habe. Und die könnt ihr dann im Shop gegen eine magische Sphäre umtauschen. Ja, dann gehen wir rein. Das waren jetzt so die Tipps vorweg, würde ich sagen. Gold würde ich auch immer bereit haben. Ich denke, dass es auch in dem Spiel so sein wird, dass man mit einer ganz geringen Chance auch im Shop-Update eine Legendary haben kann, die höchstwahrscheinlich 40.000 Gold kostet. Also wäre da noch der Tipp, dass ihr am besten immer 40k Gold übrig lasst, dass ihr das sozusagen als eure Null seht und erst ausgibt, wenn ihr über 40k seid. Ansonsten kommt ihr eventuell ins Rudern, wenn ihr dann die Legendary bekommt und ja, jetzt schnell sein müsst, weil vielleicht in, keine Ahnung, in ein paar Stunden der Shop dann aktualisiert. Deswegen da einmal aufpassen. So. Eine wichtige Sache sind auch diese Steine, die solltet ihr nutzen, euch das Mana holen. Unter kleinen Felsen sind 2 Mana, dann gibt es hier die großen Felsen mit 5 und die noch größeren Felsen mit 8. Noch eine kleine Sache, am Anfang würde ich nicht unbedingt immer merchen, nur wirklich, wenn es sich wirklich lohnt. Natürlich holt ihr sicherlich den Win, wenn ihr jetzt mehrere Einheiten auf 2 macht. Aber ihr verschwendet auch viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier einfach ziehe, hier hin, das würde gar nichts bringen, da würde nichts passieren. Hierhin wäre es schon okay, dann würde man wenigstens 2 Steine mit angreifen. Am besten ist natürlich, wenn ihr alles mit angreift, aber ich werde sogar den Move jetzt hier machen, weil ich dadurch den Stein zerstöre, nochmal ein Mana bekomme. Und jetzt kann ich diesen Merch auf jeden Fall machen, der lohnt sich und dann sind wir ganz gut aufgestellt. Obwohl es auch nicht so wichtig ist, ob ihr in Runde 1 gewinnt. Ihr solltet da eher langfristig denken. Ich habe gestern auch einige Spiele in der dritten, also die ersten 3 Runden verloren. Und danach dann komplett 5 Siege geholt, einfach weil ich halt effektiver dann gespielt habe. So, zu Beginn des Kampfes erhält der Phönix 450 Energie. Oder wenn der hungrig tödlich allein schaden, wird er einmal pro Runde, das ist cool, das nehmen wir mit. Also hier wird er wiederbelebt, einmal pro Runde, der Trüffel. Und das ist ja unser Tank,
der dann hoffentlich als erstes stirbt, sage ich mal, dann passt das so. Und jetzt wieder gucken, dass ihr merchen könnt, dass es sich wirklich lohnt. Ja, die beiden lohnen sich hier schon. Macht dann Sinn, den hier, ja. Ich würde erstmal hier so hochziehen, ja. Machen wir erstmal den, dadurch verstärken sich die hier. Der macht einen halt zu wenig, sage ich mal. Habe ich jetzt trotzdem gezogen, war aus Versehen. Und hier können wir dann auch wieder das volle Potenzial rausholen. Ja, hier würden wir immerhin noch die zwei schwächen. Also ihr müsst immer sehen, ihr werdet nicht immer die Chance haben, wirklich komplett alles auszunutzen. Aber ihr solltet halt gucken, dass es so gut wie möglich ist. Wir können ja mal gucken, bei Rang 3 wird geöffnet. Der Sensenmann wird mit Unverwundbarkeit gegen Kontrolleffekte belegt, trifft alle Gegner in der Linie. Also das Dreier-Talent ist schon stark, deswegen würde ich das schon machen. Und jetzt haben wir hier eine Dreier-Einheit. Den Merch würde ich jetzt nicht machen, da sind zwei Felder dann, die keinen Effekt hätten. Das lassen wir sein und sparen uns dann lieber für die nächsten Runden auf. Ich hatte auch schon Gegner, die wirklich sofort gemercht haben. Die haben dann auch nach der Runde 2 eine Vierer-Einheit gehabt, also einen Vierer-Merch-Rang. Aber dann ähnlich wie er jetzt hier auch mit seinem Dreier, der dann gerade mal 5 hat. Das heißt, wenn ihr den jetzt mit einem anderen Dreier, der auch nur 5 hat, zusammen mercht, dann ja, hat sich das fast am Ende gar nicht gelohnt. So, hier, ich hätte jetzt auch den ziehen können, das ist ab das Feld hier wieder verschwendet. Also ziehe ich den hier runter und nutze das ganze Feld aus und verbessere ihn auch noch. Die beiden Vögel sind jetzt hier ein bisschen doof, weil ganz oben stehen die blöd, weil die halt nur nach vorne supporten. Jetzt müssten wir entweder warten, bis wir noch einen weiteren Vogel bekommen. Oder ja, ihn trotzdem einfach ziehen, muss man dann irgendwann abwägen. Hier würden wir auch eins verschwenden, das nach hinten, aber das ist in Ordnung, würde ich sagen. Wir kriegen ja hier auch nochmal Mana, deswegen lohnt sich der Merch trotzdem. Und jetzt macht der Vogel auch, naja, immer noch nicht Sinn, weil wir auch wieder da oben die zwei Felder verschwenden würden. Deswegen, ja, schließen wir die Runde so ab. Wie gesagt, am Ende wird abgerechnet. Ne? Wenn ihr dafür aber am Ende 5 Sternrang-Einheiten habt, dann könnt ihr die verlorenen Herzen vom Anfang easy wieder einholen, sage ich mal. 4 Schaden am höchsten Feld, finde ich nicht gut. Ein Sieg gibt zusätzlich 2 Mana, ist nicht schlecht. Und zu Beginn jeder Runde werden alle gegnerischen Einheiten 10% Verwundbarkeit belegt. Ihr könnt auch hier nochmal zumachen, gucken, habe ich überhaupt noch Fels oder so, der sich lohnen würde. Nee, also wir nehmen hier den unten, der uns jede Runde was bringt, weil er halt jede Runde auch nochmal den Gegner vergiftet, ne? So, jetzt müssen wir abwägen, was wir machen. Wir ziehen hier erstmal den hier runter, würde ich sagen. Und machen aber auch den Merch, weil oben werden die eh nicht viel Potenzial bringen. Das ist leider so. Und die Sache ist jetzt auch nicht so geil eigentlich. Ich ziehe jetzt auch den hier, damit wir ihn hier auf 3 machen können. Auf 4, meine ich. Dann haben wir nämlich jetzt hier unsere erste Sterneinheit. Super Merch. Und der Gegner hat noch keine, dementsprechend werden wir die nächste Runde auch locker gewinnen, denn eine Sterneinheit, die ist schon wirklich, ja, eine Übermacht. Ich habe es gestern vergessen, euch zu zeigen. Wir können da gleich mal in die Statistik rein, wie sich das verändert, nachdem die den Sternrang erreicht haben. Und ihr seht, der geht da auch komplett durch, unser Sensenmann, und holt uns hier das zweite Herz, das dritte sogar schon. So. Ah, jetzt kriegen wir erst den, ne? Das ist auch krass in der jetzigen Phase. Ja, der Merch 3 nach hinten, da wir ihn mehr wegziehen müssen, geht es nicht anders. Machen wir so, würde ich sagen. So, jetzt haben wir den Kollegen hier. Das bedeutet, wir werden jetzt auch die nächste T3er-Einheit bekommen. Jetzt müssen wir überlegen, so verschwenden wir einen oder so verschwenden wir auch einen. Ich würde so machen, dann machen wir nämlich den Stein noch mit weg, kriegen nochmal neues Mana und können weitere Einheiten spawnen. So, der lohnt sich natürlich auch. Jetzt würde ich hierhin merchen, trotzdem, weil es ein Verteidiger ist und das gut ist, wenn der in der ersten Reihe steht. Der ist auch ein bisschen langsam. Deswegen mache ich das trotzdem. Und er hat nur 4, das ist ganz schön wenig. Jetzt sagen wir, leveln den mal auf, auch wenn wir jetzt wieder immer ein Feld verschwenden. Das ist aber, by the way, okay. Hier würde ich warten in der nächsten Runde. Vielleicht haben wir Glück und hier hinten spawnt dann noch einer von den Phönixen. Let's go. Wir haben 2 auf Sternrang. Allgemein, was hat der Gegner für ein Deck? Er hat auch einen Phönix und einen Rotkäppi auf 8, also gar nicht so schlechtes Deck. Wie viel Crit? Sehen wir das? Gegner. Sofort 3 Felsen. Das wäre jetzt interessant. Die haben nur noch 1. Na, lohnt sich nicht wirklich eigentlich. Das will ich auch nicht nehmen. Chance Radius. Ja, komm, wir machen die 3 Felsen. Und hoffentlich ein Phönix. Jawohl. Und noch ein Phönix. Okay, let's go. Das machen wir jetzt, weil wir natürlich dadurch den nächsten T4er bekommen auf Supermerch. Und das wäre auch noch der nächste Tipp.
ihr solltet probieren, wirklich nicht zu merchen. Also ihr solltet wirklich probieren, dass das direkt auf 20 geht. Manchmal lohnt es sich trotzdem, so eine 4er Einheit zu rufen, wenn halt nichts anderes gekommen ist. Aber insgesamt ist es halt am coolsten, wenn ihr wirklich die 20 Punkte da voll habt, bevor ihr euren Supermerch macht, damit ihr halt auch direkt den Supermerch bekommt. So, noch ein Tipp ist tatsächlich Einheiten weggeben, ne? Die haben wir alle schon auf T4. Wir haben aber noch keinen Trüffel. Das heißt, ihr könnt die auch weggeben und versuchen jetzt Trüffel zu bekommen. Weil es eh unwahrscheinlich ist, dass ihr noch einen zweiten Vierer bekommt. Aber ihr seht, da kann man auch sehr viel Pech haben. Ja. Ihr könnt hier unbegrenzt oft weggeben. Irgendwann reicht das Mana halt nicht mehr aus. Jetzt ist der letzte Call. Und dann gibt es halt nichts. Dann macht er wenigstens den noch. Dann holen wir uns da nochmal Mana. Können den nochmal abgeben und kriegen trotzdem keinen Trüffel. Also diese Runde sehr wenig Trüffel bekommen. Wir haben trotzdem Glück mit den Einheiten, dass wir alle anderen auf Supermerch haben und den Gegner dadurch ganz gut in Schach halten können. Sie hat jetzt aber auch den Phönix ready und ihr seht, der Phönix, der ist richtig gut. Der macht halt in den kompletten Bereich Schaden, wohin er sich rein teleportiert. Das wird eine knappe Sache, aber unsere Wölfe, die machen es. Absolut nice, auch die Animation am Ende, wenn man gewinnt. So, gutes Spiel wünschen natürlich, Fair Play. Und damit haben wir die nächsten 26 Trophäen. Und weiter geht's. Ja, das wären erstmal so meine Tipps in der ersten Runde gewesen. Und jetzt versuchen wir noch hier ein bisschen zu pushen zusammen. Ich hoffe, bisher gefällt euch das Game ganz gut. Gestern haben einige Leute eingeschaltet. Vielen lieben Dank wirklich dafür, die auch ein Like und ein Comment dagelassen haben. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mir mal wirklich gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, es wird weiterhin täglicher Rush Royale Content kommen. Von dem her keine Sorge, dass das jetzt weniger wird. Das hier wird jetzt nur so mein Zweitspiel, sage ich mal. Also hier den Merch jetzt auch wieder nicht machen. Da würdet ihr zwei Felsen verschwenden. Den kann man machen. Mache ich auf. Man kann auch sagen, man sollte komplett nur effektiv merchen. Aber so ein Win in der ersten Runde, der schmeckt schon auch immer gut, wenn man sich da direkt den ersten Punkt holen kann. Deswegen merge ich auch gerne so, wenn ich, sage ich mal, es mindestens sich zu 66% lohnt. Hier bei dem mit drei Feldern halt waren zwei, die sich gelohnt haben. Von dem her ist es in Ordnung. So, selten ist natürlich immer am besten, wenn ihr den seltenen nehmt. Aber manchmal kann auch der gewöhnliche hier mit dieser Angriffsgeschwindigkeit am Anfang sich lohnen. Aber jetzt hier gibt es Regeneration für den Wolf. Beim Angriff regeneriert der Wolf die Gesundheit von Rotkäppi um 35% des verursachten Schadens. Das ist natürlich krass. Dann solltet ihr aber auch auf den Rotkäppi gehen. Nicht, dass ihr dann am Ende, ja, keins da stehen habt, ne? So, die Merches lohnen sich hier auch wieder. Absolut nice mit dem Phönix. Der Phönix auch eine absolut starke Karte und halt eine Epic-Karte, ne? Also nicht unbedingt Pay-to-Win-Einheit. Die kann sich jeder von euch freischalten. So, hier ist es auch wieder so. Wir treffen mindestens zwei von drei Feldern. Und deswegen mache ich den Merch. Wir bekommen nämlich nochmal Mana. Reicht aber leider nicht aus, um noch eine Einheit zu spawnen. Wenn ihr euch unsicher seid, lasst kurz alles los. Und dann seht ihr auch, ob ihr noch was merchen könnt. Nachher, wenn das Feld ganz voll ist, dann kann es manchmal, ja, ganz hilfreich sein. So, das wird ein knappes Ding. Der Gegner hier ist auch sehr stark, dieser Borsti. Aber unser Phönix teleportiert sich rein und macht mit seiner Fähigkeit ordentlich Schaden. So. Wir bekommen sehr viele Phönixe. Der lohnt sich auch wieder. Zwei von drei. Ihr wisst mein Motto. Man muss immer ein bisschen abwägen, ansonsten mergt man auch irgendwann gar nichts mehr. Ich bin auch zwei von drei. Haben wir was Besseres? Ich glaube nicht. Deswegen machen wir den. Kriegen wieder Mana. Der erste Trüffel wieder. Also die Trüffel sind sehr, sehr wenig hier gerade. Wir würden zwar den Feld zerstören, aber das ist mir ein bisschen zu wenig. Wir machen hier den Merch. Und machen den Merch. So, da ist der nächste Trüffel. Würde jetzt aber nur eine Einheit stärken. Deswegen lassen wir es. Vielleicht verlieren wir die Einheit. Der hat nämlich, die Runde werden wir wahrscheinlich verlieren, weil guck mal, was der alles auf dem Board hat. Mal schauen. Der hier ist wirklich sehr, sehr stark. Dieser Wachtmeister Borsti, der kann sich in so einen Roboter noch reinsetzen und dann ist der nochmal richtig heftig. Und nachdem ihr den Roboter besiegt habt, ihr müsst jetzt hier drauf gucken, wenn ihr den besiegt habt, zack, dann fliegt der hier wieder an, ne? Das heißt, ihr müsst den doppelt besiegen sozusagen. Ja, die Runde gewinnt der Gegner. Dafür gibt es immer Bonus. Wenn ihr verliert, bekommt ihr Bonus. 450 Energie. Ja, Energie ist, würde ich jetzt sagen, dass er halt seine Ult direkt einsetzen kann. Wir probieren es mal aus. Und beobachten es in der nächsten Runde ganz genau. So, zack. Schön. Wir müssen auf Supermerch kommen, wenn es geht. Supermerch, Supermerch. So, jetzt haben wir erstmal gut den Verteidiger auf 3 vorne.
Das macht schon mal gut was aus. Und hier stehen wir jetzt ein bisschen doof. Hier alles hier hinten. Das gefällt mir nicht so gut. Den wenigstens auf 3. Jetzt könnt ihr kurz warten. Kann man noch was merchen? Jawohl, den hier. Wohin lohnt sich's mehr? 7, 7. Wir machen hier dann auch den Fels zerstören, vielleicht schnellstens für ein bisschen Bonus-Mana. Der hier ist auch stark. Jetzt haben wir es gar nicht gesehen. Aber der war sofort drin, der Phönix. Also, das wird auf jeden Fall die Energie sein. Hier diese Leiste, die ihr da unter immer seht. Diese goldene Leiste. Wir müssen mal gucken, ob wir dafür irgendwie eine Erklärung finden. In der Wissensdatenbank müsste der eigentlich drinstehen. So, jetzt teleportiert er sich wieder rein. Und in diesem Bereich macht er jetzt den Schaden. Zack, geht wieder raus. Und lädt sich jetzt wieder auf, bevor er dann wieder rein boostet. Hier seht ihr auch nochmal den Borsti aus dem Roboter raus. Zack. Und dann müsst ihr ihn nochmals besiegen. So, wir bräuchten. Ja, das bräuchten wir auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Wir könnten den Move hier machen. Der macht am meisten Sinn, ne? Da erwischen wir wieder 3, obwohl wir den hier wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Egal. Zack, Super Merch. Jetzt geht's ab. Den machen wir auch. Riding Hood haben wir vorhin gesagt, ne? Dafür haben wir was gekauft. Die sollten wir auch pushen. Also den hier weg. Vielleicht kriegen wir noch eine Riding Hood. Leider nicht. Die könnten wir auch ziehen. Die machen aber jetzt gerade. Ja, doch, hier macht es halbwegs Sinn. Und jetzt haben wir den Fall der Fälle, dass wir nicht auf 20 kommen werden. Ich mache es trotzdem, weil wir hier oben Raphael zu stehen haben. Das heißt, noch einen einzelnen Raphael und wir können den danach auf 20 boosten. Ja, nur aus dem Grund mache ich es. Ansonsten hättet ihr halt noch eine Runde am besten gewartet und erstmal geguckt, was noch so geht. So, ihr seht es, ne? Sobald diese Leiste sich da untergefüllt hat, boostet er sich wieder rein. Wunderbar. Und wieder zurück. Füllt wieder seine Leiste auf, bevor er sich dann wieder reinportet und jetzt Schaden in der kompletten Area macht. Also der Phönix wirklich, das ist eine sehr starke Karte. Außerdem natürlich in der Woche auch noch gepusht. Ja, wenn ihr ganz cool seid, nehmt ihr jetzt noch einen zweiten Riding Hood Feld. Aber explodiert und der Wolf 90% Schaden. Ich gehe auf den epischen hier. Die Fähigkeit des Sensenmanns schockt Gegner 3 Sekunden lang, verringert ihren Schaden um 60% und verringert zudem ihr Bewegungstempo. Da wir ja den hier wahrscheinlich jetzt auf T4 bekommen. Jawohl, da lohnt sich das auf jeden Fall. Und wir bekommen auch den Raphael jetzt. Sehr nice. Aber auch die Rotkäppi. Also jetzt geht's los, sage ich euch so, wie es ist. Bam. Oh nice, oh nice. Guckt euch die Runde an. Habt ihr schon mal so viele Super-Merches gesehen? Jetzt haben wir jede Einheit einmal auf Super-Merch. Und ich sag mal so, das Ding ist GG. Ich glaube, der Gegner hat nur einen Super-Merch. Der hier ist zwar auch auf 4, aber nicht auf 20, glaube ich. Ja, das Ding ist durch. GG. Ich habe mir einen coolen Emote gekauft. Den will ich jetzt nicht spammen. Der wäre frech, wenn wir den jetzt reinsetzen. Und der Wolf. Oh, nice. Und der Gegner war auf Augenhöhe, ne? 465 Crit und viele, viele Legendaries. Also ihr seht, Full Legendary Deck ist nicht gleich der automatische Sieg. Wir haben zwei normale Einheiten drin. Also eine epische, eine normale. Und das geht am Ende des Tages auch. Ja, Legendary. Was können wir kriegen? Wenn ich jetzt hier rauf drücke, öffnet das, glaube ich, schon. Ja, let's go. Wir gehen einfach rein. Wir bekommen eine neue Karte, die den Hypno-Knöterich, den sie uns gerade noch für 50 € angeboten haben. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, da nicht direkt reinzugehen. Und damit eine neue Legendary freigeschaltet. Sehr, sehr nice. Zeigt mal her, den Kollegen. Hypno-Knöterich, ja. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, was ich vorhin meinte. Ihr seht ja hier jetzt, wenn man auf Level 1 ist, 1200, 270, ja, dann steigt es so um 1000, auf 7000, auf 13.000 und jetzt bei Sternpower, bam, geht es von 13.000 auf 40.000. Deswegen dieser Sprung von 4 auf Stern ist gigantisch. 488 auf 1900. Deswegen ist es so wichtig, diesen Sternrang zu erreichen. So, was kann der hier? Versetzt den Gegner 3 plus 4 Sekunden lang in einen Schlaf. Wenn das Ziel Schaden erleidet, wacht es auf und erhält 4800 plus 5800 Schaden. Okay, hat er eine lange Reichweite? Ja, Long Range. Das heißt, wenn ihr da das mit dieser Energie kauft und der direkt zum Anfang den einschläfert, dann ist der schon mal ausgenockt und eure Einheiten haben Zeit ranzurücken und können dann sofort massiven Damage machen. Sehr, sehr cool. Aber wir gehen rein. Never change a running system, würde ich sagen.
Let's go. Wo sind die Gegners? Ja, natürlich momentan noch etwas wenig Spieler, da das Spiel noch sehr, sehr neu ist. Und dann kann die Suche leider noch etwas länger dauern. Aber ich denke, wenn wir hier uns zusammen steigern, wenn wir auf die Zahlen im Clan, im Spiel steigern, und dann geht das bald doch alles ein bisschen fixer. So, hier jetzt wieder so eine Abwägungssache. Was hat der Gegner? Vampir ist sehr stark, den hat er auch direkt auf 2 gemacht. Da werden wir sowieso Probleme gleich bekommen. Ich würde sagen, wir machen den Merch hier auf 2. Oh ja, und dann hätten wir den auf 8. Das machen wir. Ich denke, der 8er könnte uns jetzt hier schon Vorteile bringen. 7500, was macht der so? 4400. Mal gucken. Let's go. Ah, sein Phönix lebt leider noch. Der macht natürlich Damage ohne Ende da hinten. Zwar eine knappe Geschichte, aber da gewinnt er leider den ersten Kampf. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir nehmen zu Beginn des Kampfes der Phönix 450 Energie. Das heißt, der portet sich da direkt rein. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, machen wir so. Lohnt sich auf 3. Jetzt könnt ihr auch immer irgendwie raufklicken. Was passiert bei 3? Bei 3 schaltet er erst diese Fähigkeit frei, dass er sich teleportieren kann. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt das ziehen. Aber das sind 2 Karten, die komplett verschwendet werden. Das möchte ich eigentlich nicht. Nehmen wir den zweiten Lose in Folge in Kauf, machen wir, weil er hat sowieso hier einen Dreier und den auch auf 3. Selbst wenn wir das jetzt hier auf 3 ziehen, wird der gewinnen. Aber Mana beschwören können wir natürlich noch. Wir lassen es dabei. Das bringt sonst nichts. Dann gewinnen wir die Runde, aber das gefällt mir nicht. Ich habe es ja vorhin zu euch gesagt. Ich bin auch gestern schon 0-3 in Rückstand gekommen und hab's dann noch gedreht. Wir müssen gucken. So, den Merch hier machen wir. Auch den, der ist sehr, sehr gut. Ja, hier unten hin. Stein zerstören. Easy. 2 Steine zerstören. Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir hier mal ein paar Vögel. So, den ersten über 10, das ist immer gut, weil wenn ihr 2 über 10 habt, dann kommt ihr natürlich auf 20. Den können wir auch ziehen. Jetzt bräuchten wir noch einen. Und den Klumpen hier wieder kaum, ne? Den gibt es ganz, ganz selten hier gefühlt, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Lohnt sich hier was? Der Merch würde sich auch noch lohnen. Und der direkt auch noch gleich mit. Und jetzt zeigt er euch an, dass ihr hier noch einen Merch habt. Und den könnt ihr natürlich auch noch machen. Auf 3. Und den würde ich jetzt aber lassen. Okay, gucken wir, ob wir jetzt unseren ersten Punkt holen können. Der Gegner steht schon sehr, sehr gut. Der hat halt den Phönix auch schon so sehr, sehr hoch gelevelt. Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. Aber unser Wolf, oh, der reißt wieder die Hände hoch. Diese Animation am Ende, die bringt es auch einfach. So, Raphael belegt den Gegner mit der Wahrscheinlichkeit von 15% mit Verwundbarkeit. Da mir 15% ein bisschen wenig erscheint, nehme ich den immer nicht. Sondern wir nehmen jetzt hier beim Tod explodiert der Wolf und verteilt 90% Schaden. Wobei ich immer frage, was sind 90%? 90% seines Schadens oder, ja, er macht halt eine Einheit um 90% runter. Aber ich denke, von seinem Schaden aus gesehen. So, let's go. Guck mal, was jetzt noch abgeht hier. Oh, ja, ja, hier oben den. Der ist es. Den leveln wir. Let's go. Wir haben den ersten Supermerch. Ich guck mal kurz. Der Gegner hat noch keinen Supermerch. Er ist auch schon bereit. Das heißt, da wird auch nichts mehr passieren. Ihr solltet auch immer gucken. Wir haben jetzt hier einen Zweier mit, also einen Einser mit 2 und einen Einser mit 1. Dass ihr vielleicht auch die zieht, die mehr haben. Nicht, dass man am Ende, das ist mir auch schon oft passiert, dass ich dann mehr hatte, als ich brauche, um auf T4 zu kommen. Und dann habe ich aber den gezogen, der weniger hatte. Wenn ihr wisst, was ich verstehe, was ich meine. Das sollte man dann immer bedenken. So, die beiden können wir weggeben. Und ja, haben hier noch so einen bekommen. Sehr schön. Let's go. Das heißt, ihr habt schon einen Dreier und habt schon einen Zweier. Und dann habt ihr noch 3 einzelne und ihr zieht den mit dem niedrigeren Rang zusammen, so dass der höhere übrig bleibt am Ende und euch nichts mehr bringt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch verhindern, sage ich mal. So, hier spielt es keine Rolle, die haben alle gleich viel. Das heißt, wir machen den Merch, der sich hier am meisten lohnt, ziehen dann hier hoch, auch den nochmal und sind nicht auf 20. Da haben wir nicht aufgepasst, aber das kriegen wir hin, denke ich, indem wir hier den hier ziehen und den hier wieder runter. Dann sind wir auf 20 und kommen auch hier direkt wieder auf 20. Ja, ich ziehe die nach hinten, um den
Falken hier, den Phönix zu stärken und hier ihn auch nochmal. Das heißt, wir können den jetzt hier weggeben und den. Vielleicht kriegen wir noch einen Raphael. Eine Chance ist noch. Noch eine. Leider keine. Okay, jetzt würde es sich nicht mehr lohnen, weil wir nur zwei zurückbekommen. Deswegen lasse ich ihn stehen und lock die Runde ein. Dann kann er noch ein bisschen Schaden mitmachen. Und macht er auch, ne? Jetzt ist er erst geholt worden. Die Wölfe sind da und machen 90% Schaden. Er muss wieder nochmal Wölfe rufen, dann können wir es holen. Jawohl. Easy. Die Wölfe haben uns eben wieder mal das Leben gerettet. Und vielleicht auch die Fähigkeit, die wir gekauft haben. Die haben auch einen sehr starken Einfluss auf das Feld. Vernichtet zwei Sterne, ja, würde sich theoretisch lohnen. Ich nehme den hier mit dem Wiederbeleben von unserem Tank. Ich hoffe, dass wir jetzt auch den Tank noch bald hochbekommen. Wir pushen den dadurch auch noch ein bisschen hier. Oh, guck mal an, was wir jetzt für einen Raphael bekommen. Oder den hier hoch. Ne, hier den. Der Raphael, der hat hier wie viel? 50? 58. Oh, ich habe Kampf gedrückt. Ich wollte noch eine weggeben. Okay, das war ein Fail. Aber ich glaube, der Raphael, guckt es euch an. Oh, ja. Nein. Ich dachte, er hat sich nochmal wiederbelebt. Hat er aber nicht. Aber es geht sich trotzdem aus, weil die Wölfe so absolut stark sind. Nice. Glück gehabt. Ja. Die hätten wir einfach eigentlich weggeben können, die hier. Wir wollen ja möglichst noch einen Schlumpf haben, würde ich schon sagen. Hier so einen hier haben. Bekommen wir auch. Und noch einen hier. Lohnt sich natürlich nicht. Aber ja, jetzt am Ende passt es schon. Wir packen den in die erste Reihe, den Tank. Und auf Sternrang ist der hier auch sehr, sehr stark. Obwohl es eine seltene Karte ist, ne? So, wir gucken mal kurz. Ja, wir können jetzt hier noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, weil... Der Rest ist jetzt hier erstmal nicht mehr so wichtig. Vielleicht noch ein Phönix. Danke. Ja, machen wir hier, um den nochmal zu stärken. Und noch einen zweiten Dreier-Phönix dahinter. Machen auch den nochmal. Levelt auch nochmal ein bisschen alles auf. Und dann gucken, ob wir das hier drehen, das Ding. Ich glaube, wir lagen 2-0 zurück. Und sind zurückgekommen. Das meinte ich zu euch vorhin, ne? Gestern. Die ersten Runden sind nicht so entscheidend. Am Ende ist, was ihr draus macht, dass ihr effektiv mercht und am Ende euch den Sieg holt. Guckt euch das mal an, der hatte 545. Das ist einer, der auf jeden Fall in den Top 100 weit oben mit dabei ist. Denn ich war gestern Abend auch schon in den Top 100 mit meinem Crit. Und ihr seht, auch den haben wir besiegt. So, wenn wir noch einen Sieg holen, haben wir es. Dann haben wir die 4K geknackt. Mal gucken, ob wir das schaffen jetzt zusammen hier. Let's go. 10 Sekunden, wir müssen wieder auf den Gegner warten. Es kann auch sein, dass ihr zum jetzigen Zeitpunkt noch... öfters mal einen Bot-Gegner bekommt. Bot-Mat, das wird ein Bot sein. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe, glaube ich, gelesen, die sollen gar nicht so verkehrt sein in dem Spiel. Wir machen hier den Zweier-Merch. Guck mal, wie sieht sein Feld aus? Ich glaube, wenn wir den ziehen, gewinnen wir das Ding, glaube ich. Nee, das lohnt sich nicht, oder? Zwei Steine, eins weg. Wir leveln damit keine Einheit, wir lassen es kommen. Wir wollen unsere eigenen Prinzipien hier nicht vergessen und wir gewinnen es auch so. Let's go, sehr schön. Mmh. 15% ist mir wieder zu wenig. Beginn der Runde, gegnerischen Karten vergiftet. Nee, komm, wir nehmen diesmal das Mana. Obwohl ich gerne eigentlich diese Rundenteile nehme, wo man die ganze Runde überboostet. Aber ich habe gerade Bock auf das Mana. So... Auch hier, zack, der Merch lohnt sich diesmal. Der lohnt sich noch nicht so. Würde den auf 1 pushen. Ist mir auch zu wenig. Ist nur 1 von 3. Dann warten wir noch. Ah, leider noch kein Wolf da. Aber oh, ihr seht es, der Phönix, der ist kurz reingegangen. Hat mal kurz das Game entschieden. Ist einfach so. Sonst hätten die uns ganz easy da weggemacht in der Mitte. Let's go. Jawohl, das lohnt sich natürlich. Einmal wieder spawnen, dann lohnt sich auch der nochmal. Ist nur auf 8, ist unter 10, müssen wir aufpassen, dass wir da ja die richtige Zahl am Ende kriegen. Aber hier mit dem Phönix nochmal eins gelevelt. Jetzt lohnt sich der und der und der lohnt sich dann schon erst recht. Let's go. Damit ist die nächste Runde schon eigentlich automatisch gewonnen, wenn der Gegner hat keinen und wir haben eine 4er Einheit. Ja, das ist eigentlich immer... Eine Win-Runde. Ist am Ende so. Ein super Merch. Macht so viel aus. Ich habe es euch gezeigt.
Da können die anderen dann 5 Karten mehr haben. Das lohnt sich am Ende dann trotzdem noch für uns. So, 0 zu 3. Raphael, wir haben glaube ich gar keinen Raphael da, aber nee, Raphael lohnt sich nicht. Dann nehmen wir den erhöhten Schaden. Jetzt kriegen wir natürlich Raphaels, das war klar. Zack. Einer fehlt uns noch hiervon. Der lohnt sich auch sowas von. Die können weg, die haben wir schon. Dann lohnt sich der natürlich auch. Und das war's. Jetzt holen wir gleich unser viertes Herz und dann sind wir gleich durch. Dann haben wir gleich die 4K geknackt. So, der Bot Matt. Ja, der hat nicht so viel zu sagen gehabt. Dann holen wir uns das hier einmal. Hier ziehen wir noch nach unten, aber jetzt nach oben. Aber guckt mal, wir haben es wieder, dass wir unter 20 sind. Ist aber nicht schlimm, weil wir hier mit Raphael die 20 voll machen können. Sehr schön. Und Riding Hood haben wir. Eine zum Leveln haben wir. Dann stärken wir die beiden hier nochmal. Und holen uns hier den nächsten Super Merch und werden jetzt die letzte Runde, denke ich, gewinnen. Er hat jetzt aber auch 2 auf Sternenrang. Das heißt, wir supporten hier mal noch so viel es geht. Normalerweise hätte ich es jetzt weggegeben, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir die Runde gewinnen. Deswegen lassen wir es so durchlaufen. Wenn diese Einheiten hier so wegfliegen, sieht doch ultimativ nice aus. Oder habe ich uns überschätzt? Na? Phoenix, rein da. Guckt euch den Phoenix an. Der Phoenix hat diesen Kampf auch wieder entschieden, muss man wirklich so sagen. Ohne den Phoenix wären wir da aufgeschmissen gewesen. Ja. Und dementsprechend sind wir auf 4000 Trophäen. So easy. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Liga erreicht. Kommandant 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Liga erreicht. Steige weiter in der Liga auf. Es warten so viele Belohnungen auf dich. Du kannst jetzt auf eine spezielle Truhe für deinen Erfolg in der Season zurückgreifen. Das Zauberlabor und die Anzahl deiner Trophäen kann nicht mehr unter 4000 fallen. Ja, das ist natürlich auch ein dicker Meilenstein. Das heißt, alle erstmal auf 4K pushen und dann geht das nicht mehr nach unten. Mögliche Karten. Ja, wenn es eine Auswahl-Chest wäre, würde ich es mir überlegen. Ansonsten nicht ganz so nice. Ja, damit sind wir erstmal gut unterwegs heute, würde ich sagen. Haben die 4K geknackt. Ich habe euch ein paar Tipps nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich werde jetzt nicht schreiben hier die Top 5 Tipps. Ich schreibe einfach die Top-Tipps. Top-Tipps von der Taker, um auf 4K zu pushen. Und ihr seht's, ich habe sogar eine seltene Karte im Deck. Und eine Epic, klar, 3 Legendaries dazu. Aber ihr habt es auch vorhin gesehen, Full Legendary heißt nicht automatisch Win. Dementsprechend, ja, bedanke ich mich, dass es ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Es wird hier regelmäßig Rush Royale Content kommen, weiterhin jeden Tag. Und mit Castle Clash müssen wir sehen. Ich werde nicht beides jeden Tag schaffen. Aber ich versuche so viel wie möglich Castle Clash Videos hier zu machen. Und wenn ihr mir zeigt über einen Daumen nach oben und Kommentare, dass ihr da wirklich Bock drauf habt, dann ja, werde ich mich da auch hinterklemmen, dass da so viel wie möglich Content kommt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Oder nee, wir sehen uns nachher wieder um 18 Uhr zum Rush Royale Video. Schaut gern vorbei. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.